Aufschlag, offiziell flache Hand, da drin und so wie das Netz, also mindestens 16 cm. Und dabei nicht mit dem Körper verdecken. So viel zu den Regeln. Okay. 0-1! Mark führt. Das ist schon mal. Ja, ziemlich viel Kampf gegen den Wind. Ja. Hat er ganz gut gekriegt. 1-1. Da ist der Anfang kaputt mit ihm und da schauen wir, was er mitkommt. Hier, Drose, du hast den beiden Kniegelenken. Da wollen die Füße immer sich nicht ganz gut bewegen. Ah, jetzt sind wir zu trinken. Wie läuft das gehört euch jetzt? 2-1. Aber damit hier die Dinge klar sind, der Mike hat ein top-Tischtennis Talent. Ich fürchte, ein 10-mal besseres als ich, was immer das heißen mag. Aber natürlich habe ich 50 Jahre Training und das kann man auch mit Top-Talent nicht von heute auf morgen wettmachen. Also wird er noch 2 Jahre trainiert, haube mich rum. Da kommt wieder der Wind, dann kann man den Ball nicht berechnen. Deswegen versuche ich auch schön zuzuspielen, damit er sich verbessern kann. Sonst hätte ich keine Chance. Jetzt steht 6-3, gell? Ja. Da muss ich mich wieder ein bisschen konzentrieren. Schon gemerkt, Rückhand ist meine schwache Seite, das weiß jeder. Das ist halt das Problem, ich spiele ja jetzt eigentlich viel defensiver, als ich mittlerweile im Turnier spielen muss, weil das ist halt da gar nichts mehr geht, aber ich kann mir halt trotzdem zurückgehen. Ja, 8-4. Ja. 8-4? Ja. Je schneller er spielt, desto windempfindlicher sind diese Bälle. Die werden normalerweise sehr oft kommen. Aber der Film heißt Vom Winde verweht. Aber es macht viel Spaß. Jetzt nochmal Grüße an die Tischtennis-Crew. Dan, Paul, Robin und alle anderen, die mit mir Tischtennis spielen. Ihr wisst, wer gemeint ist. Und an meine Freundin auch liebe Grüße. Macht's gut. Schaut euch das Video gut an. Vom Mark kann man jede Menge Top-Tischtennis lernen. Ein großes